Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Ja, laden. Gehen wir mal rein. Und der sechste Tag im Sommer. 11 Stunden 39 Spielzeit. Und Dankeschön an Sarah und Moritz an dieser Stelle, dass sie bis jetzt jede Folge gesehen haben. Muss auch mal gesagt werden, ne? So. Da hatte ich aus Versehen den Teppich aufgenommen. Willkommen. Morgen wird es ein ganz klar Tag, klar und sonnig. Ach, kaum Regen im Sommer, ne? Und Geister sind heute gut drauf. Wir haben so viel. Oh, ich kann Pepperoni ernten. Cool. Cool. Die silbernen verkaufe ich. Moment. Die verkaufe ich. Die goldene behalte ich. Und die drei behalte ich auch. Zwei davon kommen in den Einmachtdingern später. Sobald die fertig sind, und die verkaufe ich. Okay. Und das kann ich pflanzen. Und alles gießen. Wo ist meine Gießkanne? Wo ist sie? Da haben wir sie. Dieses Mal vergesse ich es nicht, dass ich diese Fähigkeit habe. Und ich hänge ein bisschen hinterher. Diese Folge kommt morgen raus. Ich habe zwar gesagt, ich produziere vor, aber irgendwie klappt das nicht so wirklich. Zeitlich gesehen aktuell. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm für euch. Ihr kriegt weiterhin eure Folgen. Und so kann ich näher auf die Kommentare eingehen. Allerdings muss ich nächste Woche auf jeden Fall vorproduzieren. Da bin ich von Mittwoch auf Freitag auf einer Radtour. 240 Kilometer. Ja. Also sind halt nur 3 Tage, ne? Das geht schon irgendwie. So. Wie viele Krähen hast du denn schon? 3 Krähen verjagt. Sehr gut. Vorbildlich. Ich glaube, ich gehe gleich wirklich in die Mine. Wir haben für diese Woche alles erledigt hier bei Stardew Valley. Einfach mal gucken, ob ich 5 Ebenen schaffe. Ups. Dich noch und mal Wasser holen. Und herzlich willkommen, Benjamin Abo Kadira. Danke für dein Abo. Was für ein Zufall. Also ich kriege nicht mehr wirklich viele Abos hinzu, was total normal ist. Die große Anno-Zeit ist vorbei. Und... Oh, guter Zufall. So. Aber die Klicks, die haben sich konstant auf 5000 pro Tag circa auf meinen Kanal eingependelt. Damit bin ich echt zufrieden. Und YouTube schafft es innerhalb von 6 Wochen nicht, mich freizuschalten. Das finde ich ein bisschen traurig für die Monetarisierung. Das schmeiße ich mal hier rein. Gießkanne brauche ich nicht. Das auch nicht. Angel auch nicht. Okay. Die Peperoni verkaufen. Quarz hier rein. Ich begrüße mal kurz in die Höhle, gucken, ob wir wieder Pilze haben. Aber das kommt, glaube ich, nur alle paar Tage. Ja. Ist einfach heftig mit den Pilzen, wie viel Geld die auch gaben. Später ist das zwar nicht mehr so viel, aber ich fand es ganz gut. Und wir haben fast 6000 Gold. Da müssten wir eigentlich mal Items abgeben zum Aufwerten, ne? Das können wir uns ja für die nächsten Tage merken. Die Axt oder die Spitzhacke. Mal gucken, welche. Los geht's. Ab in die Mine. Kurz Linus begrüßen. Weißt du, ich bin glücklich alleine. Ich brauche keine neuen Freunde. Du wirst aber unser Freund werden. Und ab rein hier mit unserem Waldschwert Stufe 5. Auf Ebene 45. Und ein Kohlemonster. Gab leider kein Kohle. Die Dinger kann man übrigens auch mit Schwertern kaputt machen.
Leben habe ich eigentlich mittlerweile? 110, okay. Dann mal den Abgang suchen. Okay, die Steine sind echt hart hier. Komme ich selbst mit der Kupferaxt zwei Schläge. Und ab dafür. Da ist eine Fledermaus rechts. Und wieder zwei Flügel. Komme ich gar nicht dran. Sauer. Ja, oh, zwei Steine, super. Und wieder eine Fledermaus. Und der Abgang, sehr gut. Hallo? Ich treffe den gar nicht. Zwei Erz. Nochmal zwei Erz. Da ist ein Quarz. Sehr gut. Und ein Patron. Ein Aquamarin. Auch sehr schön. Runter. Ich weiß, ich habe die eine Holzkiste vergessen. Da lohnte sich aber, finde ich, da will ich jetzt nicht hin. Da kommt eine Fledermaus wieder. Das war schlecht gekämpft. Ist die Fledermaus heller als die andere? Kam mir gerade so vor. Und da ist wieder der Abgang. Klappt, dann sind wir schon auf 48. Also 5 Ebenen schaffen wir auf jeden Fall. 10 auf keinen Fall. Ist schon so spät. So. Das war jetzt ein extremer Umweg. Wo war der Abgang? Da oben. Ach, wieder die Karte. Merkt ihr auch, dass die Karten sich immer wiederholen, ne? Ich bin verlangsamt, das ist gar nicht gut. Da ist schon wieder weg. So, das Schwert ist schon verdammt gut. Also für den aktuellen Content hier. Das reicht noch locker 10, 20 Ebenen, denke ich mal. So. Ganz schön viel Leben verloren. Irgendwo ist noch eine Fledermaus. Nichts drin. Hm. Da kommt sie. Die wird uns nicht treffen. Ja. Geschafft. So. Und der Abgang. Noch Energie. Ich erstmal eben zwei Lachsbären. So. Mir gehen aber echt die Namen für die Folgen aus. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Folgen nennen soll. Ganz viel Eisenerz. Richtig gut. So. Komm. Sehr gut. Ach ja, Leute, wenn ihr das seht, geht wählen. Und guckt euch das Video von Wieso oder andere gute Videos an, warum man nicht mehr die CDU, CSU und SPD wählen sollte, was die alles für eine Scheiße fabriziert haben. Das muss auch mal gesagt werden, auch wenn das hier ein Gaming-Kanal ist. Das geht einfach gar nicht. Geht auf jeden Fall wählen. Ich habe Briefwahl gemacht, ist schon abgeschickt. Ist extrem wichtig. Informiert euch da auf jeden Fall. Und redet mit euren Eltern etc. drüber, je nachdem wie alt ihr seid. Und eine Truhe, cool. Wir haben Tundra-Stiefel bekommen.
Zwei Verteidigung, eine Immunität. Die sind besser als unsere Lederschuhe. Sehr schön. Und eine Winterwurzel bekommen. Mhm. Wir gucken kurz auf die nächste Ebene. Ist hier was Wichtiges? Oh, ein Geist. Ich gehe aber raus aus der Mine. Oh, die Nase juckt. Ich glaube, ich kriege langsam einen Schnupfen. Erkunde ich lieber die Welt noch ein bisschen. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. 5 Ebenen schaffe ich auf keinen Fall mehr. Dann laufe ich lieber hier rum und sammle Sachen, rede mit den Leuten. Unten ist nichts mehr. Die Brücke wird auch irgendwann repariert. Die haben noch auf, ne? Dann kann ich die Schuhe verkaufen. Flammenberge, 2000 Gold, 20 bis 32 Schaden. Stufe 6. Geschwindigkeit minus 4. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Jadering, okay. Schuhe verkaufen. Okay, das war es auch schon hier. Oh. Ich weiß gar nicht, warum ich Schnupfen habe. Ich war eigentlich nicht wirklich viel draußen. Oh, sie spielt hier. Ich kann sie gar nicht ansprechen. Und da ist die Maru. Ihr wisst, ich kann sie nicht leiden. Trotzdem versuchen wir, mit ihr auszukommen. Hey, hast du irgendwelche interessanten Hofgeschichten, die du mir erzählen kannst? Wohl nicht. No, ich mache viel Geld, komme gut bei den Frauen an. So sieht's aus. unser Haus hat so eine schöne Lage, findest du nicht? Ich liebe die frische Luft in den Bergen. Ja, finde ich auch total toll. Ehrlich, jetzt ernst gemeint. Erinnert mich so ein bisschen an Norwegen immer hier. Ich liebe Norwegen. In den Bergen wohnen. Ha. Weiter geht's. Da ist Demetrius. Ah, komm weiter. Wenn das Strigolactone-Niveau sich weiter erhöht, würde es dann einen proportionalen Effekt auf das mykorrhizale Wachstum haben. Oh, tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und ich gar nicht bemerkt. Ja, brauchst du etwas? Ja, eine bessere Aussprache auf jeden Fall. Ach, gehen wir mal hier rein. Ich habe wohl das schwarze Brett einmal vergessen. Aquamarin, das haben wir. So, da haben wir nichts. Futter. Hätten wir Heu, aber dafür brauchen wir erst einen Schuppen, wo wir es rausnehmen können. Also so ein Tierschuppen. Gefrorene Geode. Die setze ich auch mal hier rein. Kaulbarsch, den hatte ich auch mal. Ja, das war es hier schon. Oben mit Geld. Das mache ich noch nicht. 99 Schleim, das dauert noch ein bisschen. Vorher kriegen wir eventuell sogar noch eine Solar- oder Schattenessenz. Ach, mit E kann man übrigens zurück. Bei mir ist es zumindest E. Eine gefrorene Träne, die habe ich jetzt nicht. Aber ein Quarz. Erdkristall hätte ich auch. Okay. Ich mag das zu vervollständigen. Ich kann noch die Winterwurzel hinten abgeben und ein bisschen was anderes. Brombeere etc. Mache ich mal eben. Oben links in der Küche ist übrigens nichts. Das ist Herbst. Oh, ein gewöhnlicher Pilz muss hier hin. Und eine Brombeere. Ich verwechsel mal die Brombeere mit dem Weintrauben. Die sehen sich zu ähnlich. Wieso wackelt das hier? Wahrscheinlich, weil ich was habe, ne? Ist mir nie aufgefallen. Und was kriegen wir? Sommersaat, 30 Stück. Boah, das heißt viel Angeln. Werden wir am nächsten Tag erschaffen zu sehen. Und wie Herbert Grönemeyer schon sagte und Fanta 4, wir ernten, was wir sehen. Oh, ja, der war sehr schlecht, ich weiß. Okay. Den Pilz brauche ich noch, Höhlenkarotte habe ich. Den Sirup kriege ich bald und den Morchel hier, okay. Die drei Sirup, ja, ja, das haben wir auch bald fertig. Und da wird das Paket rübergetragen von ihm. In die Hütte rein. Und die Sterne kriegt man halt, wenn man Raum komplett voll hat, ne? Und es wird schon dunkel. Ach, Entschuldigung, wegen meiner Nase.
es wird irgendwie immer schlimmer. Ab nach Hause. Eben. Oh, da liegt eine Brombeere mitten auf dem Weg. Die heben wir noch auf. Und ist hier oben noch was? Leider. Doch, da eine Edelwicke. Die hatte ich fast übersehen. Die 30 Sommersaat lasse ich auch im Inventar, dass ich das bloß nicht vergesse. Ich müsste noch so einen Zapfhahn bauen. Was kostet der? 2 Kupferbarren. Und was noch? 40 Holz, okay. Hydrogel. Diese Erde besitzt die Eigenschaft, eventuell über Nacht bewässert zu bleiben. Eventuell, das ist halt der Fakt. Krabbenreuse kostet nur 2 Kupferbarren, 25 Holz. Das ist sehr gut. Ich muss mal gucken, wie viel Kupfer ich noch habe. 11. Nehme ich mal alles. Und das Holz. Und jetzt mal eben einen davon. 5 muss ich behalten. Will ich behalten, also kann ich noch 2 davon machen. Okay. Dann packe ich mir das mal. Setze das hier an den Baum. So. Ist zweimal derselbe Baum? Ja, ne? Ah, okay. Die Krabbenreusen, die setze ich gleich wohin? Auch erstmal im Ozean. Ganz klassisch. Verkaufen. Ach, die oben sind halt immer noch da, machen das dort immer so lange, ne? Wir verkaufen. Nicht? Gewürzbeere. Weintraube. Das war's. Oh. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen. Holz wieder rein. Harz da rein. Die ganzen Sachen da rein. Wir haben richtig viel Eisenerz. Dann nehme ich mal 10 Stück. Und ein Quarz. Ne, nicht ein Quarz. Eine zerbrochene CD. Die Monstersachen kommen woanders rein. Und die Edelwicke hier noch. Okay. Meint ihr, schafft es noch zum Strand und zurück? Ach, jetzt habe ich die Steine vergessen. Und das? So, Angel. Dich brauche ich auch wieder, dich auch. Krabbenreuse, so. Ich habe es immer richtig geschrieben. Oh, zum Glück. Habe ich nie kontrolliert. Steine hier runter mal, das da runter und das da runter. Und das Zeug brauche ich. Ich riskiere es einfach. Wenn es nach 0 Uhr wird, dann wird es halt nach 0 Uhr. Dann ist es so. Dann haben wir 5 Stück am Ozean. Und dann würde ich noch die nächsten 5 oben in den Bergen bei der Mine. Dann kann ich die jedes Mal leer machen, wenn ich zur Mine gehe. Und 5 Stück dann später hier noch hin. Und 5 Stück an einem See, im Wald, etc. Dann brauchen wir halt 4 Kupfer. Muss ich auch irgendwann mal Kupfer farmen, ne? Oh, ein Hummer. Und Müll. So, befüllen. Dich wieder hier rein. So, Rechtsklick. Ein Hummer. Brauche ich den Hummer? Ich vergesse das immer. Ich vergesse es immer. Hier schon mal nicht. Mal eben schwarze Brett gucken. Das war doch mein Feldforschung. Nein, auch nicht. Okay. Ich verkaufe mal einfach. Hier liegt nichts. Ich sehe auch keine Würmer, aber eine Möwe. Fast gekriegt. Ist hier hinten noch was? Selbst wenn, würde ich es wahrscheinlich übers. Ah, ein Seeigel. Den brauchen wir noch für das Gemeinschaftshaus. Für Emilys Feld. Die will das als Farbe haben.
Aber ab nach Hause. Es wird auf jeden Fall nach 0 Uhr. Willi, so spät. Kommst du aus der Kneipe? Hi. Und 0 Uhr. Dann haben wir morgen ein bisschen weniger Energie, aber ist nicht schlimm. Wir können ja Lachsbeeren essen, ne? Wovon wir immerhin noch 160 Stück haben. Lea, hallo. Das fließende Wasser hält mein Haus im Winter ein wenig kühler. Um diese Uhrzeit treffen wir sie. Ich komme mit Hitze nicht wirklich gut klar. Lauf weiter. Lauf. Ah, es wird leider zu spät. Ich lasse sie eben hier durchlaufen, dann folge ich ihr. Ich hoffe einfach mal, dass ein Event triggert, auch wenn ich es nicht glaube. Dafür riskiere ich jetzt gerade einiges. Um 2 Uhr kippe ich, glaube ich, um. Komm schon. Ne, passiert nichts. Okay, hätte ja sein können. Die Kühe sind am Schlafen. Jetzt schnell nach Hause. Wird knapp mit dem Bett. Ich schaff's auch nicht mehr, die Sachen zu verkaufen heute. 1 Uhr, wir verlieren noch mehr Energie. 1:10 Uhr. Ja, wobei, ich schaffe es noch zu verkaufen. Komm. 1:20 Uhr. Gerade noch gesagt, dass ich den brauche. Was macht der nettes Ding? Er verkauft es. Ab ins Bett. So, heute haben wir nicht so viel Geld gemacht. Kampf Level 3. Neues Kochrezept Wurzelplatte. 5 Lebenspunkte mehr. Minenarbeit Stufe 4. Sehr schön. Neues Herstellungsrezept umwandeln. Eisenbahn. Okay. Und wie viel Geld? Ja, wie gesagt, richtig wenig, ne? Wobei, es geht eigentlich. Dann würde ich mal sagen, ich bin das Ding. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.